Alle mit, die Jungs. So, was will er hier? Ein Looping machen, wie ein Wilder. Wie ein Wilder auf der Flucht. Sehr gut, Abschusshilfe. Da kommt ein Header und den hat gar nicht gesehen, aber wir haben ihn abgeschossen. Oh mein Gott, ein paar Trefferchen. Das war es eigentlich für den, oder? Der kann eigentlich nicht mehr überleben. Oh, wie er sich spinnt, Bruder. Wie im Actionfilm einfach nur. Schön. Zum Abschuss freigegeben, hätte ich mal gesagt. So. Ein Verbündeter. Jo. Machst du nix. War Thunder Flugzeuge mit der deutschen Luftwaffe. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind ja mittlerweile doch schon einige Folgen am Start hier mit der deutschen Luftwaffe. Wir haben noch nicht viel bewegt, weil wir hauptsächlich, wir spielen eigentlich nur Arcade bis jetzt. Battle Rating ist 3.0. So, verlassene Fabrik, die Karte und der Modus Bodenangriff. Ich bin gespannt, was uns erwartet, nachdem wir in der letzten Runde, der letzten Folge, schaut es euch gerne an, da haben wir ja komplett, immer nur die, kompletter Flügelbruch einfach nur. Fast bei allen Flugzeugen wird man da die Flügel komplett weggekappt. War nicht so die feine Art. War nicht so toll, weil es gab keinen Fight irgendwie. Man flog dahin, zack, zwei Treffer, Flügel weg, das war's. Bisschen uncool, muss ich sagen. Bisschen ziemlich uncool, aber jetzt wird's hoffentlich gleich was. Eine Sekunde noch und wir sind drinnen. So, Focke Wolf 190A1, mein Squad Mate fliegt LA5F, alle fliegen Jäger. Er ist hier noch, was macht er hier? Was hat er hier? Er hat Panzer mit, Alter. Ja, Panzer mit, okay, wie auch immer das geht, das weiß ich auch noch nicht so ganz. Aber gut, so, ich werde mal nach oben preschen, hier ein bisschen an Höhe gewinnen, dafür ein bisschen Geschwindigkeit einbüßen, ist ja ganz normal hier, was willst du machen? Schöne Karte, keine Klippen oder Häuser schluchten, sondern wirklich ebene Fläche. Die P63A5 wird einmal Kunstflug-Weltmeister da zu meiner Linken. Guckt es euch an, er schraubt sich wunderbar in die Höhe. Es ist ein Wahnsinn, ein technisches Meisterwerk, dieses Flugzeug. Schön und gut, aber wir haben darauf keinen Bock und keine Zeit dafür, sondern wir müssen jetzt, ich sehe schon wieder eine Jagd 2, die wir mich einfach gleich wieder wegknipsen, habe ich so das Gefühl. Also sie geht gleich gar nicht auf mich los. Nee, die geht nicht auf mich los. Sehr gut. So, was ist da unten los? F6F. Bruder, F6F5. Hat sich gerade noch dazu geschlichen da. So, Tap Firing. Schon mal tot. Gut, ich habe schon mal nichts bekommen dafür. Abgefeuert, die Knift ist leer. Die Knift ist komplett leer. Alles abgefeuert, was wir hatten. So, MG kommt gleich Nachschub. Wenn ich so lange lebe, heißt das immer. Oh, ein Verbündeter von mir gibt es da auch noch. Sehr gut. Auf die Jack. Die können wir. Die können wir was machen. Oh, letzte Meter. Die letzten Meter. Da kommt eine F6, F5, um mir den Rücken frei zu machen. Hoffe ich mal stark. Jak 1 I16 knallt da auch ordentlich rein. Okay, die Jak 1 da hinten, die kann ich wegmachen, versuche ich zumindest. Ich werde mein Bestes geben. Treff halt gar nichts, gefühlt an der Jak. Treff halt gar nichts. Bäume, ganz viele Bäume. Okay, Abschusshilfe, die Jak ist. Jak 1 ist weg. Focke Wolf 190A ist noch da. Jak 9 kommt da auch dazu. Schönes Ding. Da werden wir jetzt richtig Freude haben. Die ist abgewehrt, sehr gut. Die Jak 9 da hinten noch. Alter, da wäre ich einfach fast in den Baum gecrashed, ne? Wie so ein Kackspacken. So, bis jetzt viel Action, wenig gerissen noch. Ah, abgefeuert. Knifft ist wieder leer. Wir gehen in den starken Sturzflug und klatschen nicht auf den Boden, weil wir einfach die geilsten sind. So, Bäume, ganz viele Bäume. Ganz viele Bäume, da ist ein Feind. Dich habe ich aber gesehen. Meine Moon ist auch geladen. Die Jak 9 wieder, ja, die kriegen wir nicht weg, ne? Wir fliegen wie die Wahnsinnigen, aber wir kriegen sie halt nicht abgefeuert hier. So, jetzt brennt sie zumindest mal. Die Jak. Abschlusshilfe, tschüss. Boah, Alter. Actionreich. Boah, das war hoffentlich mein Mate, yo. Genau so sieht's aus. So, haben wir jetzt mal alles durchgeladen. Jetzt haben wir mal alles. Oh Gott. Ich muss hier
Wo ist er? Da hinter mir irgendwo ist er am Gurken. Messerschmitt 410. Hier geht's aber ab. Hier, wir sind hier wieder mittendrin statt nur dabei, ne? Ich sag's euch. Jack 1 da hinten, der braucht Hilfe. Jack sind zu stark. Was schießt jetzt auf mich? Bodenziele schießen auf mich. Schön. Danke an die Bodenziele. Also es ist halt ganz schwierig, da irgendwas im Blick zu behalten, ne? Die F6F, die kommt head on. Das ist ganz verheerend gerade, actually. Ich dreh mich immerhin ein, um den Piloten noch ein bisschen zu schützen, aber ich glaube, da zählt jetzt sehr schlecht. Boah! Die sind ineinander geflogen. Ich hab's genau gesehen. Okay, okay, okay. Ey, wie kann er so schnell sein mit der F4F? Was mache ich denn falsch? Gut, mein Flieger hat schon ein bisschen gelitten. Aber wir haben so... Boah! Rausgezogen aus der Situation. Boah. Krieg gleich wieder richtig aufs Maul. Ist mein Motor denn eigentlich noch da? Ja, der gibt noch Drehzahl. Der ist noch da. Der ist noch verfügbar. Gott sei Dank, muss man sagen. Gleich der nächste hier hinterher, die I-16, da kommen wir nicht mehr lang, glaube ich. Da kommen wir nicht mehr lang, da möchten wir nicht mehr viel richten, weil... Oh, jetzt schön, blauer Rauch hier. Kunstflug, Weltmeister wieder am Start. Oh, der ist hinter mir in den Boden geknallt. Und jetzt natürlich die I-16 im Vorteil, die Jak-1 auch da am Start. Aber mein Flieger will halt nicht mehr so ganz hinterherkommen, da irgendwie was zu machen, ne? Das ist auch klar, weil der... Das Beste, was wir aus der Situation machen haben können, muss ich euch wirklich sagen, das Beste, was wir machen hätten können. Auf den letzten Meter einfach rein. Einfach geopfert. Das wäre sonst ausweglos geworden mittlerweile, weil mein Flugzeug einfach, ja, aufgrund der Beschädigungen nicht mehr so leistungsstark war, um da irgendwie noch mitzumischen. Aber wir rittern jetzt wieder rein, ich sag's euch, wir rittern wieder rein. Wir machen brutales Auge, weil es einfach, ja, komplett egal ist im Modus. In den Arcade-Schlachten, man kann da halt einfach komplett reinjallern. Und das ist cool, das ist halt so chaotisch teilweise, aber es macht halt auch richtig Laune. So, Jagd 4! Da hinten ist schon gut on fire, ist dead. Sehr schön. Focke Wolf 190, der ist auch schon wieder gut bedient von meinen zwei Mates da hinten und auch mein Staffelkumpane, aber der dreht und windet sich da wie ein Wilder. Und jetzt komme ich her und snack den hoffentlich ab, Alter. Ich würde es mir wünschen, von ganzem Herzen, denn die ist verdient und das ist auch so. Ganz frech, ganz frech. Da werden sie mad. Da sind sie alle mad, die Jungs. So, was will er hier? Ein Looping machen, wie ein Wilder. Wie ein Wilder auf der Flucht. Sehr gut, Abschusshilfe. Da kommt ein Header und den habe ich gar nicht gesehen, aber wir haben ihn abgeschossen. Bruder, ich habe dir vorher noch den Pilot rausgeknipst, ich sag's dir. Nächster 3.0 rein. Wir sind halt hart am Verlieren. Es ist schon wieder so ärgerlich einfach. Es läuft in der Luft ganz gut, aber die Gegner halt, ja. Ja, es sind halt auch welche mit Panzern unterwegs. Sehe ich das richtig? Was ist das hier? Das hier. Das ist doch... Ne, das ist ein Flugzeug. Springt der gerade irgendwo raus oder so? Nee, ich weiß es nicht. So. Staffel Nummer 3. Michelangeli mit der Jack 7, aber komplett im Chaos da unten. Komplett. Hier will jeder mit jedem irgendwie fighten. Da kommen schon die Nachhut da hinten, Alter. Die IL-4 da oben gegen die Sakin. Eieieiei. Und wir halt wieder mittendrin. Ne? Probieren wir Lucky Punch. Komm, wir klinken eine aus. Egal, dann haben wir das Gewicht immer mit, muss ich sagen. Ist komplett egal. Junkers! 88, da hinten. Viel zu schnell für mich. Ein Treffer eingeheimst. Dreimal Treffer. Wow. Dreimal die Bodenziele getroffen. Ist ja auch toll. Panzer 3 da unten. Flak. Kurz ausgenockt durch die G-Kräfte. Soll es ja auch geben hier. So. Boah. VG 33, ja schön. Wo sind meine Mates? Sind alle weg. Abschusshilfe, ja nice. Baum? Viel Baum? Oh mein Gott, Boden. Baum, Boden. Bäume. Wuhu. Oh. Oh. Bruder, hilf mir. Halt mir den Rücken frei. Oh, head on. Aber der bleibt drauf auf mir, oder? Yo.
hat mir einfach wieder den Flügel abgetrennt, aber der ist selber am Brennen, der Motor ist am Arsch, der fliegt auch nicht mehr weiter, zeige ich euch. Der ist, da ist Ende im Gelände. So, ja. Boah, der hat einfach 6 Flugzeuge abgeschossen, Bruder, der hat 7. Crazy. Und trotzdem verlieren wir. Wir haben noch 330 Tickets und die Gegner haben einfach knapp 2600 Tickets mehr auf der Uhr. Ja, wird schwierig umzusetzen, dass wir das noch drehen. Außer mein Mate da hinten mit der Jack 1, der rastet jetzt komplett aus. Der hat auch schon den nächsten Kill, der hat jetzt auch 7 Abschüsse. Schön. Staffel Nummer 3 gibt alles. Ja, und ich sehe es, glaube ich, gerade. Wir führen, glaube ich, vielleicht sogar mit der Staffel, dass wir die besten Staffelboni auch noch bekommen. Das wäre natürlich auch wünschenswert. Würde ich nicht nein sagen dazu. So. XF5F genau unter mir. Aber ganz genau unter mir. Aber mal auch ein paar Trefferchen. Das war es eigentlich für den, oder? Der kann eigentlich nicht mehr überleben. Oh, wie er sich spinnt, Bruder. Wie im Actionfilm einfach nur. Schön. Der Rächer. Ich bin der gefürchtete Rächer. So, steigen wir wieder hoch. Empor, dritter Flugzeugabschuss. 1773 Punkte. Ist ja doch ganz okay, muss ich jetzt letztendlich sagen. Der ist dead. Schön, BF-109. Kommt die auf den Head-On? Nee, die will keinen Head-On mit mir. Die hat keinen Bock auf den Head-On. So. Die brennt, oder? Abschusshilfe haben wir da nochmal gegönnt. Schönes Ding. Wir haben noch 230 Tickets. Das wird halt so kritisch jetzt. MiG-3. MiG-3 da oben. Die kommt runter auf mich, oder? Die kommt auf mich, sage ich euch. Die kommt auf den Head-On. Die kommt auf den Head-On. Boah, wie die vorbeizieht hier. So, die hat jetzt richtig Speed-Überschuss. Die hat richtig Speed-Überschuss. Das zeige ich euch. Ich bin auch wieder komplett under fire. Flugzeug down, nice, aber ich brenne. Das heißt, früher oder später wird sich mein Flugzeug einfach zerschellen. Es wird einfach abkacken, mein Flieger. Ich dachte, hier löscht nicht Feuer. Motor aus, wir müssen das Feuer löschen. So, gut. Gelöscht ist es mal. Jetzt segeln wir hier noch rum, so wie so ein Mongo. Wir können nochmal Drehzahl geben. Wir haben Spritleck. Das heißt... Ja, das wisst ihr, was das heißt. Irgendwann ist Sprit aus und dann ist er aber hier vorbei mit der Ehrlichkeit. Flugzeug hat schon wieder richtig dicke Schaden bekommen. Aber... Oh, der hinter mir hat auch... Na, die Jack. Hat nur Andeuter gemacht. Die hat nur Auge gemacht, die Jack. So. LAG3. Boah, die Jack 1. Hört ihr das? Wie sie knallt da durch. Eieiei. Wie sie reinknallt hier. Wahnsinn. Boah, jetzt aber hier. Die Jack hinterher. Alle drauf auf die LRG 3. Zum Abschuss freigegeben, hätte ich mal gesagt. So. Ein Verbündeter. Jo. Machst du nix. 2234 Punkte. Der letzte Flieger. Der schwächste. Bis zum Schluss. Aufgehoben sozusagen. Aufbewahrt. Oh, hier ist sie. Hä, was ist hier? Okay. Der letzte Flieger. Die Gegner haben noch ein paar... Wir haben noch 110 Tickets und die Gegner haben noch 1330 Tickets. Das heißt, es wird stressig. Kurz nach Bombern Ausschau halten, nachdem die Jägeraktivitäten da unten jetzt ein bisschen abflauen, ist klar, weil einfach keiner fast mehr Flugzeuge hat vom Team. 10 Tickets, 0, das war's. Das war's. 4 Abschüsse, 2234 Punkte. Also das war eine wirklich, wirklich gute Runde. Da darf ich auch gar nicht schimpfen, da muss ich sagen, das war gut, das ist gut gegangen. So, was gibt es Schönes? Es gibt 2010 Forschungspunkte, das ist immer nice. Himmelsreiter, Belohnung erhalten, jo, was sind wir? Auge um Auge, beste Staffel vielleicht? Nee. So, was kann ich hier machen? Okay. Jo, schön, dann gehen wir hier das noch aus. Neue Flügel, nehmen wir mit. Dann... Wenn wir das erforschen hier. Sehr gut. Was haben wir hier Schönes? Einen neuen Kühler. Oh, hier gibt es viele tolle Sachen zum Kaufen. Schön. Kann ich hier nehmen? Flammbrandbomben. Sehr spannend. Fahrzeug nicht über zu. Ja, gönn. So. Gut. Das war's mit der Runde War Thunder Flugzeuge. Ich sage immer dickes Danke fürs Dabeisein. Macht's nicht gut, macht's besser. Und jetzt ab zur Endcard. Tschüss.